Ganz Oldenburg feiert keinen Karneval. Ganz Oldenburg? Nein, die Narren des Vereins Blau-Rot Oldenburg lassen sich trotz der widrigen Umstände in der Stadt nicht unterkriegen. Nicht nur, dass sich in Oldenburg scheinbar niemand zum Narren machen lässt, der Oberbürgermeister verweigert seit Jahren einen offiziellen Empfang. Trotzdem zogen heute 18 eiserne Karnevalisten bei bester Laune durch die Innenstadt, um sich im Rathaus den Schlüssel der Stadt zu holen. Wir sind der kleinste Rosenmontags- und 11.11. Umzug, den es in Niedersachsen gibt. Und dass wir tatsächlich mit Spaß, Freude, Lust und Liebe am Karneval dabei sind. Und uns, solange der Verein jetzt besteht, der geht jetzt ins 28. Jahr, nicht unterkriegen lassen. 28 Jahre, in denen die Oldenburger sich nie so richtig mitreißen haben lassen. Aufmerksamkeit zogen die Feierwütigen in der Innenstadt dennoch auf sich. Bei Touristen schien der Umzug sogar richtig Eindruck zu hinterlassen. Bei uns ist ein Thüringer Karneval, ist eine Wasung irgendwo. Und da wird das anders gemacht. Und sowas haben wir noch nicht gesehen. Deswegen stehen wir auch hier und beobachten das mal. Auch einige Oldenburger können die fehlende Unterstützung vom Oberbürgermeister nicht ganz nachvollziehen. Ja, also leider traurig, dass Oldenburg so stur ist. Da könnte ein bisschen mehr passieren. Weil das ja eigentlich dazugehört, das ist ja was Traditionelles. Und das sollte man doch hochhalten ein bisschen, diesen 11.11. Ne? Also finde ich schlimm. Einen freundlichen Empfang wurde dem bunten Aufmarsch im Rathaus dennoch geboten. Die Fraktionen im Stadtrat springen seit Jahren für Gerd Schwandner in die Bresche und erwarteten den Umzug im großen Saal. Nach einer kurzen Bütt wurde dann auch der Schlüssel der Stadt an Vereinspräsident Gerd Hase übergeben. Im nächsten Jahr könnte der ewige Streit ein Ende finden, denn dann ist die Amtszeit von Karnevalsmuffel Gerd Schwandner vorbei. Wir sind heute tatsächlich ein bisschen Geschichte schreiben. Es ist der letzte 11.11., wo die Fraktionen uns empfangen. Im nächsten Jahr, so wurde es eben im Rathaus verkündet, überfraktionell, werden die Narren wieder am 11.11. vom zukünftigen Oberbürgermeister empfangen. Wo sollte uns da Stech geben? Außerdem, wir sind wie die Gallier im alten Rom. Wir bleiben hartnäckig und feiern immer, egal ob ganz Oldenburg oder nur ein kleiner Teil von Oldenburg feiert. Tatsache ist, heute haben die 11.11. und am 11.11. um 11.11 Uhr übernehmen die Narren wieder das Rathaus. So oder so. Und wer weiß, vielleicht werden die Karnevalisten dann wieder etwas ernster genommen und Oldenburg am Ende doch noch eine kleine Karnevalshochburg.